weiß, dass die Krise noch nicht überstanden ist. Wir haben aktuell 530.000 Arbeitslose und 413.000 Personen etwa in Kurzarbeit. Mir ist auch klar, welche persönlichen Schicksale da dahinter stehen. Ja, also es ist völlig klar, dass wir es möglichst rasch schaffen müssen, diese Arbeitslosigkeit zu reduzieren und die Menschen aus der Kurzarbeit wieder in die Beschäftigung, in die normale Beschäftigung zu bringen. Die Voraussetzung dafür, und das zeigt nicht nur Österreich, wir sind einer globalen Pandemie ausgesetzt, die Voraussetzung dafür ist, dass wir das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen. Nur wenn die Infektionszahlen zurückgehen, sind weitere Öffnungsschritte möglich. Und weitere Öffnungsschritte bedeuten auch weitere Verbesserungen am Arbeitsmarkt. Wir müssen trotzdem in Schritten vorgehen. Im Moment, das wurde schon angesprochen, geht es um die akute Bekämpfung einer Sondersituation, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg am Arbeitsmarkt nicht mehr erlebt haben. Als nächster Schritt ist dann wichtig, wieder möglichst rasch Beschäftigung zu schaffen, Arbeit zu schaffen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten am Arbeitsmarkt, dass möglichst rasch viele Menschen wieder Arbeit finden, die jetzt arbeitslos sind und möglichst rasch wieder Wachstum gestärkt wird. Umso wichtiger ist es, eben diese Pandemie so rasch wie möglich hinter uns zu bringen, die Chance zu nutzen, sich zu impfen. Langfristig ist die Schutzimpfung die beste, die bei Weitem beste Möglichkeit, um die Ausbreitung der Pandemie zu bekommen, in den Griff zu bekommen und zum normalen Leben zurückzukehren. Was den Arbeitsmarkt und den Standort betrifft, geht es jetzt darum, die Folgen der Arbeitslosigkeit, wie gesagt, abzufedern und die Auswirkungen der Pandemie so gering wie möglich zu halten. Wir tun das aktuell mit der Kurzarbeit. Die Kurzarbeit hat es geschafft, speziell für diese Krise gestaltet, über 1 Million Jobs zu erhalten und eben diese Unterauslastung in der Wirtschaft zu überbrücken. Die Kurzarbeit ist nach wie vor aus meiner Sicht sehr relevant. Solange es Einschränkungen gibt, solange es Lockdowns gibt, muss es Kurzarbeitsregelungen geben. Wie wir die Kurzarbeit nach Auslaufen der Phase 3 im März weiter gestalten und fortführen, ist abhängig natürlich von den Infektionszahlen und von den weiteren Öffnungsschritten, die möglich sind. Jedenfalls müssen wir aus meiner Sicht über die Zukunft der Kurzarbeit diskutieren. Neben der Kurzarbeit stehen weitere Maßnahmen bereit, die meine Vorgängerin schon auf den Weg gebracht hat, um auf die aktuelle Situation zu reagieren. Erstens die Joboffensive, das wurde auch schon angesprochen. Wir haben dieses Jahr 428 Millionen, um Menschen zu qualifizieren für Branchen, für Tätigkeiten, die auch nach der Krise besonders nachgefragt werden. Da geht es um Pflege, da geht es um den Bereich Klima und Natur und da geht es um den Bereich Digitalisierung vor allem, aber auch um weitere Bereiche. Qualifikation wird der Schlüssel sein für ein Comeback auf dem Arbeitsmarkt. Zweitens geht es mir auch sehr um die Zukunft des Arbeitens. Da hat die Ausgestaltung von Homeoffice hohe Priorität. Wir werden auch nach der Krise noch viel Nachfrage nach Homeoffice-Regelungen haben und es geht darum, möglichst rasch eine klare Regelung zu finden, um Homeoffice zu ermöglichen. Drittens, seit dem Sommer forciert die Taskforce für Jugendbeschäftigung gezielt Ausbildung, Beschäftigung und Vermittlung junger Menschen. Außerdem gelingt es auch dem AMS, selbst während der Krise Jugendliche laufend zu vermitteln. Es waren 83.000 Personen im letzten Jahr zwischen 20 und 24 Jahren alt, die einen neuen Job gefunden haben über die Vermittlung des AMS. Viertens, der Neustartbonus, der Beschäftigungsanreize setzt für arbeitslose Menschen, damit sie eben aus der Arbeitslosigkeit kommen und wieder in Beschäftigung kommen, nämlich in eine vollversicherte Beschäftigung. In der aktuellen Krisenzeit wird es grundsätzlich wachstumsbeeinflussend wirken, welche spezifischen Angebote wir für die verschiedenen Zielgruppen schaffen. Auch hier gibt es Angebote, die wir natürlich laufend auf die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Insgesamt geht es mir darum, jetzt die nächsten Wochen und hoffentlich nur wenigen Monate noch die Krise abzufedern. Danach geht es darum, für Österreich Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt und für die Wirtschaft zu schaffen, die möglichst bald einen Beschäftigungsaufbau, einen starken Rückgang der Arbeitslosigkeit ermöglichen. Und dann geht es darum, die Zukunft zu gestalten. Die Zukunft der Arbeit, neue Arbeitswelten und die neuen Technologien,
die uns sehr bald auch mehr beschäftigen werden. All diese Maßnahmen bringen uns dem Ziel näher, Vollbeschäftigung zu schaffen. Das Schöne des Ressorts ist, dass alle Parteien, alle Menschen in Österreich das gleiche Ziel verfolgen. Es geht darum, Vollbeschäftigung zu schaffen. Das wird nicht in ein, zwei Jahren möglich sein, aber es ist das Ziel aller, und über die Maßnahmen und über die Interventionen, um das zu erreichen, können wir kontrovers und auch viel diskutieren, und darauf freue ich mich persönlich. Je besser es uns gelingt, die Maßnahmen jetzt umzusetzen und aus der Krise zu kommen, desto schneller können wir wieder auf einen Wachstumspfad kommen und den österreichischen Arbeitsmarkt wieder zurückführen auf ein Niveau, das vor der Krise bestanden hat. Ich freue mich mit Ihnen allen, liebe Abgeordnete, sehr geehrte Abgeordnete, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Regierung für Österreich, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Unternehmen in diesem Land arbeiten zu dürfen. Und ich mache mich sofort auf die Arbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.